Wenn Castellaun zum bevölkerungsreichsten Ort des Hunsrücks wird, dann ist wieder Nature One Zeit. Die Party erstreckt sich nicht nur auf das Festivalgelände. Auch die Geschäfte freuen sich über das Partyvolk, haben sich mit ihrem Angebot auf die Techno-Fans eingestellt. Campingmaterial, Getränke und Kalorien. Von daher ist das für uns ein wichtiges Wochenende. Ist für uns aber vor allem steht bei uns der Spaß im Vordergrund. Deswegen haben wir auch vorne einen Bierbrunnen stehen und grillen ein bisschen und wollen auch ein bisschen teilhaben. Und viele meiner Mitarbeiter, ich habe ja auch viele junge Mitarbeiter, die gehen auch gerne da hoch und hier arbeiten und dann später gehen sie auf die Nature One. Das Nature One Wochenende sorgt hier für den doppelten Umsatz im Geschäft. Und längst nicht alle Gäste schlafen auf dem Festivalgelände im Zelt. Es sind auch sehr viele hier in den Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäusern und Hotels untergebracht. Auch von den Besuchern der Nature, also nicht nur Techniker oder Veranstaltungspersonen oder Personen, die bei der Veranstaltung mithelfen, sondern auch die Gäste. Doch der Großteil der Fans landet auf dem Campingplatz. Auch wenn es für manche dieses Jahr eine ungewöhnlich lange Anreise auf den letzten Metern war. Wir haben relativ viel Stau gehabt auf dem Weg und dann insgesamt standen wir 4 Stunden in der Schlange dann. So einmal durch ganz Castellaun, alle 5 Minuten mal 2 Meter vorfahren. Das war sehr anstrengend. Aber wir waren dann doch sehr, sehr froh, als wir dann am Ende dann angekommen sind und dann schnell unser Zelt aufbauen konnten. Die Nature, das ist immer wieder auch ein Treffpunkt für originelle Outfits, die auch Festival-Neulinge anlockt. Ich bin das erste Mal jetzt auf Nature Bahn. Ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe gedacht, bevor mich der Herrgott holt, will ich noch mal was erleben. Und somit sind wir heute hier. Das ist meine 19. Nature One. Und diese Zusammenkunft von Leuten, die dieselbe Musik feiern, leben und lieben, und ja, das macht's aus. Bleibt nur noch die Entscheidung, sich einen guten Platz vor der Bühne zu sichern oder auf den Campingplätzen weiter zu feiern. Denn Party ist überall.